Aber eine Reparatur finde ich jetzt ganz sexy. Ist hier irgendwie sowas, bitte? Hier drin ist sowas, ne? So wie, ah, da vorne. Ich hab's doch. Ich hab's doch gewusst. Oh, schön wieder ganz. Das ist auch teilweise echt so befriedigend. Achso, die Schallkuppel da hinten quasi, ne? Oder diese Kuppel da hinten. Das ist quasi eine eigene, schalldichte Kuppel für die Kinder, damit die Eltern nicht von den Kindern genervt werden, wenn die auch rummeckern und so. Sprich mit Rektor Skinner. Ah, ich muss mit deinem Wagen fahren, das sehe ich doch jetzt schon. Ah, jetzt kann ich mal kurz um mein Levelforge gucken. Jo, zwei Wagen fehlen uns noch. Das sind auf jeden Fall die vom Gil. Die könnte ich eigentlich gerade mal kaufen. Und los geht's. Nein, ich habe gar nicht genug Geld. Nein, 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 du es nicht, nein. Danke. Direktor Skinner, Außerirdische verteilen tödliche Laserwaffen in ganz Springfield. Wir müssen alle warnen. Ach was. Wir müssen dir nur dieses verbotene Spielzeug aus den Händen nehmen, junger Mann. Du hast offensichtlich die Null-Toleranz-Politik der Schule vergessen, was Laser betrifft. Zerstör das Rektor Skinners Auto und hol die Laserkanone zurück, ehe die Zeit abgelaufen ist. No problemo. Okay. 3:31, Alter, leck mich. Ich werde dir dafür Nachhilfeunterricht geben. Warum hat das jetzt keinen Schaden gemacht? Warum hat das jetzt keinen Schaden gemacht? Immer schön fröhlich bleiben. Nein. Ich finde diese Zerstörungsaufgaben ziemlich amüsant, meistens. Nur, da kann auch nochmal richtig die Scheiße passieren. Was? Und zwar, wenn man einfach... Ah, komm. Wenn man einfach kurz davor ist, dass er nur noch 1% Energiebalken hat. Und... Uiuiuiui. Und den dann einfach nicht mehr trifft, weil er dann sich entfernt. Nimm das. Warum habe ich jetzt so viel Zeit? Warum? Jetzt zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel. Warum, wenn ich mich hier festfahre, ist dann auch immer richtig gut. Richtig stark. Ganz großes Kino. Ich werde dir dafür Nachhilfeunterricht geben. So, jetzt muss ich nur noch Trusty den Laser zeigen. Und wenn er mir immer noch nicht glaubt, dann brenne ich ihm ein zweites Loch in seinen Hintern. Das war's wirklich? Das war jetzt die Mission? Hä? Ich peil das nicht. Weg. Aber die Missionen hier gehen echt super schnell von der Hand, ey. Ich glaube, wenn man hier wirklich nur die Mission spielen würde und nicht alles sammeln müsste, dann wäre das so schnell vorbei, das Spiel, ne? Das sind Filmstudios, denke ich mal, ne? So wie es aussieht von der Karte her. Jo! Cool! Mit Kopf und Kragen nochmal davongekommen. Ja. So. Da sollte ich erstmal den Wagen wieder so hinstellen, ne? Dass ich dann auch wieder gut hier rauskomme, falls ich ihn benötige. Hallo, kleiner Clown. Krusty, ich kann alles beweisen. Schau dir diese Laserkanone an. Na gut, du hast die Wahrheit gesagt. Du hast diesem alten Clown eine Lektion erteilt. Bla bla bla, etc. etc. Bleib auf der Schule und so. Hättest du mir das bloß früher gesagt, bevor ich denen erlaubt habe, diese Stände für gratis Laserwaffen einzurichten. Oh Mann, da brauche ich aber was mit einem größeren Kaliber, wenn ich so viel kaputt machen soll. Kani müsste genau das Richtige dafür haben. Da habe ich zum Glück schon gekauft. Trotzdem müsste ich mir jetzt wieder irgendwo 100 Tacken holen. Da, von ihm habe ich es. Hab keine Energie mehr, brauch was Süßes. Wo ist denn hier die Telefonzelle, die mir anzeigt? Ach da, guck mal. Okay, Globex EFG, da. Der 2 Robustheit, so, was soll ich denn damit kaputt machen, hey, ey? Hallo, hier ist ein kleiner Anhalter, der zerstör alle gratis Laserstände in Springfield, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ah, okay, gut, dann passt das. Wenn es nur so Stände sind. 25! Los. Ich mag es nicht so. Ich hätte lieber so 4 Sachen, die quer über die ganze Map verteilt sind, als. Kommt auf okay, die jetzt hat er wieder Lebens. Keinen Schaden mehr. Aber jetzt schon. Auf Lichtgeschwindigkeit. So. Aber warum kann ich dafür keinen anderen Wagen nehmen? Bei den anderen gab es ja noch irgendwo Sinn. Auch wenn ich zum Beispiel schon einen Schulbus hatte und der mir gesagt hat, oh, ich brauche einen größeren Wagen, wo ich meine Kinder transportieren kann, weil ich ab und nach Hasenbeben-Petilon bin. Aber, naja, gut. Aber das ergibt gar keinen Sinn. Was kann ich wirklich mit hier? Ich könnte dagegen laufen und kaputt treten. Das ist so cool wie ein Swimmingpool.
Ich wollte mal gucken, was der für eine Hupe hat. Deswegen konnte ich gerade nicht lenken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Rennspiel überhaupt spielen kann mit dem Analogstick. Keine Ahnung. Das ist eigentlich echt interessant zu wissen. Ich will nicht schon wieder mehr Geld ausgeben hier. Weil ich habe das mir so mühevoll geholt letztes Mal. Muss ich mal reinziehen, wie viel Autos ich da zerstört haben muss. Ich hatte ja nicht mal 1000, ne? Pro Auto gibt, glaube ich, 10 Münzen. Geh mal weg da. Komm mal her. Out. Ach, leck mich doch am Arsch. Ihr seid doch verfickte Bastarde, ey. Seid ihr eigentlich blind auf den Augen? Ich fahr hier doch, Mann. Oh, da gibt ja sowas von aus. Das ist der Wagen auch noch Schrott, nicht? Ich hasse Automatik. Ah, Reparatur, das ist wenigstens schon mal positiv zu bewerten. Okay, wie soll ich das denn jetzt noch in 6 Sekunden schaffen? Nein! Fuck! Toll, ey, das... Oh, Mann! So eine Scheiße! Mann! Das geht mir gerade richtig auf den Sack. Warum hat er mich noch gekriegt am Ende? Oh, ey. Weißt du, in der ersten Mission... Es ist wirklich wieder an, nur eine Person hier anzusprechen. Und meine 14 Zuschauer, die ich habe. Ich war's nicht. In den ersten Missionen sind die immer so ausgewichen, ne? Die gegnerischen Fahrer oder die neutralen Fahrer. Und hier halt die einfach drauf. Und ich so, mein Wagen ist doch stärker als deiner, du Arschloch. Was soll das denn? Was soll das? Und dann verliere ich die ganze Zeit mal Kohle und ich kann die ganze scheiß Kohle wiederholen, Mann. Das ist so nervig, ne? Und dass die scheiß Leiste auch so wenig runtergeht. Und dann bei so einer Kacke hier, wenn das Zeitlimit noch dazu so total knapp bemessen ist. Was man, wenn man passabel fährt, gar nicht schafft, sondern man muss richtig gut fahren. Okay, wenn es danach ginge, hätte ich noch gar nichts geschafft. Und vor allem, weil man die Menschen hier auch so gut sieht, die hier rumlaufen, ne? Wollen wir uns, ja, okay, das war jetzt einfach mal noch eine Idee früher als gerade. Wie sagt man denn, scheiß Sirene? Da wenigstens steigt das Zerstören der Laserläden. Ja, der Laserläden. Ja, zwingend steigert das nicht meine Kriminalität. Geht doch mal hier aus dem Weg. Das war die Kackstelle hier, wo ich 5 Autos mitgenommen habe. Hoch, ja. Danke, danke, danke. Bleib oben. Ah! Ja. Ja, toll. Läuft die Zeit jetzt weiter? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Okay, ich kann mir gleich gar keinen Wagen leisten, ey, weil das Spiel so scheiße ist. Oh Mann, geht mir so auf den Sack, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? So, und der letzte. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Nein! Ach, schon wieder nicht geschafft. Jetzt habe ich meine Kontrolle hier rumgeschmissen, weil ich mich schon wieder Kohle verloren habe. Ey, es ist doch zum Kotzen. Oh, geht mir das auf den Sack. Und ich finde, ich bin echt gut gefahren, ey. Mein Gott. Oh, ich wollte meine Kontrolle nicht mehr rumschmeißen. Sie sind doch Neumann. Neumann. Ha 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 ha. Ha ha. Leck mich am Arsch. Oh, geht mir das auf den Sack. Geht mir das auf den Sack. Ja, genau. Da soll man einfach die Menschen nicht laden, die hier normalerweise rumlaufen. Weil ich dann auch keine Probleme habe mit der Scheißbullerei, ey. Die mir echt in den voran, also in den fortgeschrittenen Level echt auf den Sack geht. Weil gerade hier in der, im Hafen, wo nur Menschen rumlaufen, wo keine Straßen sind, wie soll ich denn hier auf irgendwas aufpassen? Wollen wir die verfickten Läden so behindert setzen? Ja, ich kann ja vor den Polizeiwagen abhauen, wenn ich da nicht, während ich die Treppe hochfahre, ne? Weil es ja auch so viele Auswege gibt. Aber ich muss ja langfahren, weil das so ein verkackter Laden ist. Oh, ich könnte mich da so geil drüber aufregen, ne? Weil es einfach so dämlich ist. Ich hab's wahrscheinlich irgendwie gedacht, so, das sind wahrscheinlich überall alles unabhängige Mitarbeiter gewesen. So, du programmierst jetzt die Polizei. Und du programmierst jetzt da, wo die Laserläden stehen. Das ist einfach überhaupt nicht nachgedacht haben, dass sie wahrscheinlich nicht getestet haben. Dass sie solche Pixel hier einbauen, so einen Kanten, wo man festhängt. Schwule Scheiße. Ja. Lustig, haha, lustiger Gag. Lach mich tot. Ah, ein bisschen geladen doch, kann man so sagen. Vor allem, wenn der einfach mal nicht lenkt, der Wichser. Alter. Alter Vista Limo Teil. Ja. Waren die schon immer hier? War zu den Quasi-Studios. Okay. Ah, vor allem, wenn ich das jetzt verkacke, ne, das da hinzufahren. Hilfe. Autsch, ja toll. Dann kann ich das nochmal neu machen. Hey. Und natürlich will ich jetzt auch wieder 50 Dollar verlieren, bitte. Sonst, das wäre sonst nicht das gleiche einfach. Mehr.
Okay. Suchen die mich jetzt nicht mehr? Finde ich okay. So. Gleich sind wir da. Ich will es auf jeden Fall schaffen. Nee, ich schaff das nicht. Boah, das ist so eine Scheißmission, ey. Was ist das denn für eine Kacke? Echt mal. Das geht mir sowas von auf den Sack, ne? Weil hätte ich jetzt nicht auf Neustart gemacht, dann hätte ich mir $50 abgezogen. Oh. Oh. Warum habe ich hier eine Zeit? Ohne Scheiß, warum habe ich hier Zeit? Ich müsste eigentlich nach... Das ist so ein dummes Spiel, ne? Echt mal. Das macht zwar Spaß und so und keine Ahnung, auch wenn es an der Zeit echt eintönig wird. Aber, boah. Das ist so sinnlos mit der Zeit hier, ne? Und vor allem, hey, wo ist Leben eigentlich benutzt? Weil ich eigentlich. Das ist immer so dieses Gezwungene. Und gezwungene Scheiße im Videospiel ist das Schlimmste, was es gibt. Oh. Wenn jetzt die Polizei hier eingebaut haben, das ist auch einfach so. So unnötig, ne? Das ist nicht so unnötig. Die hat ja überhaupt gar keinen Sinn, ja, Polizei. Aber was passiert, wenn ich kein Geld mehr habe? Nehmen die mich dann fest und das Spiel ist dann vorbei oder so? Das ergäbe dann ja noch irgendwo Sinn. Also wird es nicht der Fall sein. Alles klar. Und dann müsste ich eigentlich in den Knast, weil ich die Strafe ja nicht bezahlen kann. Nicht wahr? Ja, toll. Wenn da zwei Leute stehen und ich habe keine Zeit zum Ausweichen und brauche auch keinen Platz zum Ausweichen. Aber was soll ich denn da noch großartig machen? Ich peile halt nicht. Ja, die Musik, die kackt wieder rum. Ist natürlich sehr schön. Hier kommt der vorbildlich programmiert. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich bei der Blazy. Und das Leveldesign ist so sinnlos hier in dem Spiel. Das ist so sinnlos. Ja, und dass er mich dann auch wieder da absetzt. Auch sehr sinnvoll. Ja, 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 ja. Das war echt klasse. Geh doch mal aus dem Weg, Junge. Geh doch mal, verpiss dich doch noch mal, bitte. Kommt auf die Bahnseite des So. Rampe nehmen, bitte. Das ist also knapp bemessen, denn die Scheißzeit. Wenn das Geld zu holen, ist wirklich nicht das Problem, das ist aber trotzdem mal ein bisschen gut. Ja! Zu geben. Komm, wo fange ich jetzt an? Nimm das! Das ist einfach so ärgerlich, das den Scheiß dann machen zu müssen nochmal. Und vor allem, weil es mich ja in dem Moment auch immer total behindert. Warum haben ja eigentlich alle verkackten Passanten die Stimme von Bürgermeister Creamy? Kann man das mal bitte jemand erklären? Obwohl beim Spiel nicht so viele Leute mitmachen. Kann ich nachvollziehen. Schnauze, ey, wie soll man das denn schaffen in der kurzen Zeit? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde echt, dass ich nicht schlecht gefahren bin. Oh, das ist so ein Kackspiel. Es ist so ein Kackspiel. Es geht mir gerade sowas von auf den Sack. Oh, warum habe ich dann Zeitdruck? Ich habe die ganze Scheiße auch zerstört. Das kann ich doch alle Zeit der Welt haben. Das kann mir doch scheißegal sein, weil ich dann zu den scheiß Filmstudios hinfahre. Alter! Hm? Boah. Das mit den Läden mit der Zeit kann ich nur irgendwo verstehen. Weil, ne, dann sind vielleicht schon ein paar verteilt oder so, keine Ahnung. Aber, ey, pff. Das am Ende. Falls im Filmstudio, so ist von der Aufnahme erfüllt, aber ich würde es ein bisschen spannender machen, baue ich nochmal Zeitdruck ein. Ah. Das ist genauso wie, keine Ahnung, als wenn ich mir selbst Stress machen würde. Oh, du musst jetzt auf jeden Fall bis 19 Uhr gespült haben. Dennis, ansonsten kannst du ein bisschen neu starten. Du kannst nochmal neu anfangen zu spielen. Aber erst muss das Geschirr wieder dreckig machen, bevor du spülen kannst. Ja. Das ist so die Logik hier bei den Missionen. Ah, das habe ich ja schon direkt am Anfang schon angemerkt. Das ist jetzt nicht, dass hier meine Wut aus mir spricht. Okay, doch auch, natürlich. Ja, vielleicht muss ich das ganz einfach ein bisschen ruhiger angehen. So, zack. Zack.